Ihre Rechte als Bürger werden beschnitten. Sie hätten ein Recht auf Information. Aber sie werden beschnitten durch Linksradikale. Und die Polizei lässt gewähren. Das ist ein Skandal. Wir haben hier einen angemeldeten Infostand. Wir haben einen angemeldeten Infostand. Und Sie können nicht zu uns kommen, um sich zu informieren über die AfD. Das ist ein Polizeiskandal. Die Polizei müsste uns beschützen, indem sie die Linksradikalen aus dem Wege räumt. Ihre Grundrechte werden beschnitten durch Linksradikalen. Wir haben einen angemeldeten Stand. Sie können nicht rein, um sich zu informieren über die Oberbürgermeisterwahl. Das ist ein Skandal, ein Polizeiskandal. Seit 1,5 Stunden werden wir hier blockiert. Die Bürger können nicht zu uns kommen, um sie zu informieren. Wir haben einen angemeldeten Infostand. Wir wollen heute Unterstützung unterschreiben. Ja, deswegen kann ich das nicht. Ja? Aber das ist doch nicht mein Schutz und Entbehrungsschutz. Die sollen da kommen, die ihre Sprache machen. Aber nicht nur. Das sind für meinen Fett gestellt. Sonst kommt es zu ganz Maßnahmen. Weil ich nicht dafür garantieren, dass ihr nicht aufhört. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Also, es ist wirklich unfassbar. Wir sind jetzt seit fast 1,5 Stunden hier und wollen mit unseren Broschüren unter die Leute. Es ging sehr gut los um 14.30 Uhr, hatten sehr, sehr viele interessierte Leute, auch Menschen mit Migrationshintergrund, die zu uns gekommen sind, die unterschrieben haben, die sich gefreut haben. Jawohl, dass die AfD hier ist und Flagge zeigt, dass sie mich unterstützen als OB-Kandidat. Wir haben sehr, sehr viele Unterschriften heute gekriegt und dann sind die linksradikalen Kräfte von der Antifa gekommen und seit ungefähr 1,5 Stunden wird unser Stand, wird eine ganze Straße blockiert. Bürger können nicht zu uns kommen. Ich kann nicht mal reden zu den Menschen, weil diese Transparente nach oben gehalten werden. Und angeblich soll das eine Spontandemo sein. Es ist aber keine Spontandemo, das ist eine Blockade, ein schwerer Eingriff in Demokratierechte, in Bürgerrechte, in der freien Meinungsäußerung. Gegen die Parteienpluralität. Bürger können sich nicht mehr informieren bei uns. Und es wird einfach so toleriert. Das ist die Schande, dass sowas toleriert wird. Ich kann verstehen, dass man vielleicht mal 10 Minuten, 20 Minuten abwartet, aber die werden einfach hier stehen gelassen. Und es wird nicht unser Recht durchgesetzt. Wir haben einen angemeldeten Stand hier vor diesem Gebäude, um unser Informationsmaterial unter die Leute zu bringen. Das ist wirklich ein Skandal, der hier vor unseren Augen sich abzeichnet. Und ich denke, das sollte auch Konsequenzen haben, wer immer dafür verantwortlich ist. Sowas dürfen wir in Deutschland nicht dulden. Perfekt.